Grundgesetze. Man könnte die Ticketfirmen dazu verdonnern, dass sie ein Maximum von Vorverkaufsgebühren nehmen dürfen und nicht darüber hinaus. Und da wäre natürlich schon vieles gewonnen. Da wären die, man könnte die Versandkosten deckeln auf, sagen wir, 1,50 Euro statt 4,90 Euro. Und das würde dazu führen, dass die Ticketpreise zumindest ein bisschen günstiger wären und die Ticketingfirmen dann nicht so extrem Profite machen könnten, mit denen sie dann ihre Konzertfirmen aufkaufen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es wichtig, dass es nicht öffentliche, in sozusagen selbstverwaltete und nicht kommerzielle öffentliche Ticketing-Plattformen gibt. Man muss sich ja auch vorstellen, also CDS und diese Firmen machen ja nicht nur das gesamte Ticketing im Pop- und Rockbereich, sondern auch im Klassikbereich für Theater, für Opernhäuser. Das ist alles in der Hand von CDS. Die machen da natürlich nicht nach im freien Stil ihre Ticketing-Machenschaften, die ich eben beschrieben habe, sondern das wird ausgeschrieben und die haben da gewisse festgelegte Sätze. Aber CDS dominiert eben auch diese ganzen öffentlichen Ticketings im Bereich Theater und was sonst so in der öffentlichen Hand passiert. Genauso wie übrigens CDS ja auch, habt ihr vielleicht gehört, das Mautsystem von Herrn Bescheuert durchgesetzt hat und durchführt. Und da muss man sagen, aus CDS-Sicht smarte Entscheidung, gut gemacht. Das ist nicht das Problem von CDS, sondern von einer fehlgeleiteten Politik und von einem unfähigen Verkehrsminister. Aber CDS kassiert da zusammen mit dem österreichischen Partner über 300 Millionen Dollar, über 300 Millionen Euro. Also dafür, dass sie eigentlich nichts machen, weil das Mautsystem ist ja verboten worden vom Europäischen Gerichtshof. Also überall da in der öffentlichen Hand, wir kämpfen für faire Ticketpreise und CDS ist in der öffentlichen Hand und hält überall ihre Hand auf sozusagen und macht da Geschäfte, das ist nicht in Ordnung. Wir brauchen öffentliche Ticketing-Plattformen. Ich stelle mir das so vor, es gibt ja auch schon Clubs, die ihr eigenes Ticketing machen, die eine Software geschrieben haben, das kriegt man heute für 3.000 bis 5.000 Euro und dann nehmen die eben gar keine Vorverkaufsgebühren mehr, sondern pauschal 1 Euro pro Ticket und refinanzieren damit ihre Ticketing-Plattformen und ja, die Leute haben den Vorteil, dass sie faire Ticketpreise bekommen. Das könnte in öffentlicher Hand stattfinden, damit wäre die ganzen öffentlichen Veranstaltungen fair im Ticketing. Aber das könnte dann natürlich auch den Clubs, den soziokulturellen Zentren und den unabhängigen Konzertveranstaltern zur Verfügung gestellt werden und da wäre schon viel gewonnen. Aber die hohen Ticketpreise sind jetzt auch nicht das größte Problem in der Welt, muss man ganz klar sagen. Ich glaube tatsächlich, das Kartellrecht ist wesentlich. Also man kann im Kartellrecht sehr vieles regeln. Der Staat muss ein gesundes Maß an Wettbewerb gewährleisten, selbst im jetzt bestehenden System. Und es geht darum, Monopole und Duopole zu bekämpfen. Und horizontale, vertikale Monopole müssen aufgehoben werden. Und das bedeutet im Klartext, ich fordere die Zerschlagung von CDS Eventim. Also darunter tun wir es hier nicht. Zerschlagung von CDS Eventim, was bedeutet das? Das heißt schon, dass diese Firmen weiter existieren dürfen. Nur, es muss eben eine Konzertfirma, CDS Eventim, geben, die Konzerte veranstaltet und die da eine Aktiengesellschaft bilden kann und sozusagen seriös wirtschaften muss und sich nicht über Ticketing finanzieren kann. Und dann gibt es eine separate Ticketing-Firma, die unabhängig von der Konzertfirma arbeiten muss. Indem man das entflechtet, sind viele dieser Probleme, die ich im ersten Teil des Vortrags geschildert habe, wären dadurch zu lösen. Jetzt werdet ihr sagen, der Seele ist ein Träumer, was erzählt er, das ist ja romantisch oder utopisch oder wie immer man das nennen will. Ich weiß es nicht. Also im kapitalistischen Staat der Erde, in den USA, sind solche Entscheidungen gang und gäbe. Also zum Beispiel hat die amerikanische Wettbewerbsbehörde die Zerschlagung von Clear Channel angeordnet, 2005. Die haben einfach gesagt, dieser riesige Konzern, der gleichzeitig Ticketing macht, Werbung, Radiostationen, Fernsehstationen, das ist nicht zulässig. Das ist ein vertikales und horizontales Monopol. Das können wir so nicht akzeptieren. Und dann mussten die 2005 die Konzertfirma, nämlich Live Nation, aus diesem Konzern auslösen. Also die haben im Grunde Clear Channel zerschlagen und dafür gesorgt, dass die reine Konzertfirma Live Nation existiert hat, die dann ein paar Jahre später ins Bett mit Ticketmaster, also mit dem Ticketinghändler gegangen ist. Also wenn die USA das können, dann können wir das doch auch. Das ist jetzt nicht utopisch, das ist ganz normaler Wettbewerb, wenn man so will, Wettbewerbsrecht. Und da ist sehr viel zu tun. Aber ich glaube, vor allem kommt es darauf an, und wie gesagt, also nicht vor allem, also diese Zerschlagung und das Kartellrecht ist schon sehr wichtig, aber
Ich glaube, wir brauchen auch ein anderes Denken, und zwar ein Denken, was wieder versteht, dass Popkultur, dass die alternative Kultur, die Zeitkultur unserer Tage, dass sie wesentlich mit Clubs, mit soziokulturellen Zentren und mit unabhängigen Veranstaltern zu tun hat. Keine der großen Bands, die wir heute haben, keine Rolling Stones, keine, was weiß ich, was es gibt, Bruce Springsteens und so, die sind in den Stadien groß geworden. Das ist ja klar. Die sind in den kleinen Clubs groß geworden. Oder denkt dran, vor 20, 25 Jahren war Nirvana auf Tour. Die haben vor 100 Leuten in den kleinen Clubs gespielt. Zum Beispiel in Nürnberg im Kommen, zum Beispiel in Linz in der Kapu. Da waren zwischen 80 und 100 Leuten. Die Bands wachsen in den Clubs auf, dort werden sie gefördert, dort können sie sich ausprobieren. Das gilt für die Rolling Stones, die monatelang, jahrelang durch kleine Clubs gezogen sind, vor wenigen Leuten gespielt haben und sich ausprobieren konnten. Wir sind in Deutschland sehr stolz darauf, dass die Beatles im Starclub in Hamburg ein paar Monate gespielt haben und sich gefunden haben und sich zu der Band entwickelt haben, die dann die große Band wurde, die Weltbedeutung hatte. Denkt an die Arbeiterclubs in England. 150-jährige Tradition, gab es immer Arbeiterkulturclubs. Und zum Beispiel eine Band wie Paul Weller's Jam. Die ersten Auftritte haben die in Arbeiterclubs absolviert. Und zwar in dem Arbeiterclub des Vaters von Paul Weller. Der hat also einfach die Band seines Sohns da veranstaltet. Das war erfolgreich. Und dann hat er die an andere Arbeiterclubs vermittelt, wenn man so will. Also er war als Agent tätig. Und daraus ist dann im Grunde Paul Weller und The Jam geworden und wurde erfolgreich. Oder Tom Jones begann seine Karriere im Arbeiterclub in Wales. Oder denken wir an die großen Bands, die im CBGBs in New York groß geworden sind. Also Patti Smith, Blondie, wie sie alle heißen, die Ramones, die Talking Heads. Ne? Also die New Yorker Punkrock-Szene und die New Wave-Bands. Die haben förmlich im CBGBs gelebt, outside the society, wie Patti Smith gesungen hat. Also im Grunde eine eigene Gesellschaft gegründet, die jenseits der herrschenden Verhältnisse gelebt haben. Und das war ein kleiner Club, der war nicht viel größer als dieser hier. Und da sind die alle aufgetreten und da haben sie gelebt und haben sich gegenseitig angeschaut, haben diskutiert, haben gemeinsam Musik gemacht. Also die Clubszene, das ist eigentlich das Kleinod, das ist der Humus sozusagen der Popkultur. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Clubszene, dass die Clubs gefördert werden, die kulturelle Vielfalt beginnt in der Clubkultur bei der Förderung junger Bands, die diese Musik spielen. Und mein Modell des Kulturorteschutzes heißt, diese Orte müssen als Orte gesichert werden, aber auch wirtschaftlich. Also die Mieten dürfen nur im Rahmen der Inflationsausgleiche erhöht werden, also 2-3% im Jahr. Das ist etwas, was machbar ist, was realistisch ist. Aber mehr darf es nicht geben und man braucht also insofern eine räumliche, aber auch eine wirtschaftliche Absicherung durch einen gesetzlichen Kulturorteschutz. Im Moment haben wir ja die Realität, dass noch nicht mal die Kulturorte als Kulturorte bezeichnet werden, sondern die sind Vergnügungsstätten, also so wie ein Puff. Und das heißt, die können jederzeit beseitigt werden. Es gibt keinerlei Schutz, es ist ein reines reiner Gewerbebetrieb und wir tun so, als ob das vollkommen wurscht wäre, ob es ein Club ist, ein Kulturzentrum oder irgendein Bordell, alles kann sofort irgendwie gekündigt werden. Es gibt Gesetzesinitiativen, sowohl von der Linkspartei, im Oktober haben sie im Bundestag einen Antrag eingebracht, als auch von den Grünen, ein bisschen abgeschwächt, aber beide fordern, dass zumindest die Kulturorte als Kulturorte anerkannt werden müssen und damit im Grunde anders behandelt werden als irgendwelche normalen Vergnügungsstätten oder Diskos oder was es sonst so gibt. Also da ist sehr viel notwendig und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich das vor Augen zu führen, denn niemand würde ja auf die Idee kommen, ein Opernhaus abzureißen oder eine Philharmonie oder ein Stadttheater. Also gut, Pierre Boulez hat das mal in den 60er Jahren gefordert, dass Opernhäuser niedergebrannt werden sollen. Aber ich glaube, das hat er mehr als Provokation gemeint als real. Jeder würde sagen, das ist doch Wahnsinn, das ist, auf so eine Idee kommt man doch gar nicht. Bei den Clubs passiert es aber tagtäglich. Die Clubs werden beseitigt. Das sind aber eigentlich die Orte der zeitgenössischen und kulturellen Vielfalt. Das ist das, wo die Zeitkultur entsteht. Und die müssen wir genauso absichern wie eine Philharmonie, wie ein Opernhaus. Es muss einfach ein Selbstverständnis geben, dass wir diese Kulturorte brauchen und dass sie gefälligst erhalten bleiben müssen. Das ist, glaube ich, ein Kerngedanke, den wir da haben müssen, weil das sind die Orte, in denen wir sozusagen unsere
unsere kulturelle Vielfalt ausleben können, indem wir das menschliche Grundrecht auf Teilhabe an der kulturellen Leben ausleben können und auch Musik als große Kraft der Negation, wie Marcuse gesagt hat, erleben können. Also dass wir da im Grunde dem Getriebe der Gesellschaft, dem wir sonst ausgeliefert sind, etwas entgegensetzen können. Und das ist in den kleinen Clubs virulent und das ist nicht im Olympiastadion bei den Großkonzerten existent. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass das Konzept der Soziokultur, der Selbstverwaltung noch längst nicht am Ende ist, sondern wertvoller ist, als es jemals war. Weil gerade die Selbstverwaltung und diese Idee, dass wir utopische Orte benötigen, in denen wir etwas anders machen können, als es der Mainstream der Gesellschaft hergibt, das ist eine Idee, die wichtig ist für die Zukunft unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, was im Wortsinn den Imperiengeschäften der Großkonzerne etwas entgegensetzt. Ich glaube allerdings auch, da muss man ehrlich sein, es ist ja sicher kein Thema hier in diesem Club, aber viele dieser soziokulturellen Zentren sind natürlich heute auch, wie soll man sagen, so ein bisschen müde geworden. Also die haben diesen Kampf der, wie soll man sagen, die Mühlen der Ebene, wie Brecht das formuliert hat, den haben sie sich zu sehr gestellt. Wir haben auch so eine Situation, Karl Marx hat das sehr schön beschrieben, dass es eine Phase des kulturellen Aufbruchs gibt, der Kämpfe, der Euphorie. Marx sagt dann, Menschen und Dinge scheinen in Feuerbrillanten gefasst. Die Ekstase ist der Geist jedes Tages und man ist euphorisch, dass man sich etwas erkämpft, dass es eine andere Kultur gibt, dass man vielleicht einen Kulturraum sich erobert hat. Und dann folgt die Ernüchterung, der lange Katzenjammer, wie Marx das genannt hat, und die Mühlen der Ebene verschleißen die zuvor noch so euphorischen und kämpferischen Akteure. Sie sitzen in den eroberten Räumen, müssen plötzlich Nutzungskonzepte und Wirtschaftspläne schreiben und da passiert so ein Prozess der Anpassung, der, wie man sagen könnte, vielleicht Teil der bürgerlichen Gesellschaft ist, der absichtsvoll passiert. Die Gesellschaft lernt, sich die Resultate ihrer Drang- und Sturmperiode anzueignen, um es ein letztes Mal mit Karl Marx zu sagen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da neue Ideen in diese kulturellen Orte in Verhandlungen einbringen, dass wir die kulturellen Orte, die Soziokultur, die Selbstverwaltung neu definieren und dass wir auch da neue Fragen stellen. Also zum Beispiel die Genderfrage, zum Beispiel die Frage der Inklusion, zum Beispiel auch das, was ich eine Klassenfrage nennen will. Also wir haben ja schon das Problem, dass die Popkultur weitestgehend eine Mittelschichtsveranstaltung ist. Also wir haben nicht die Unterschicht oder sogar die Outer Class in unseren Konzerten und in vielen Kulturorten auch nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, ich habe da jetzt kein Patentrezept, wie man das regeln kann, aber ich glaube, das ist etwas, wo wir dran arbeiten müssen, wie wir es bei Monterey erlebt haben, dass da so ein Selbstverständnis existiert hat. Wir müssen auch dafür sorgen, dass in unserer Kultur, die wir so ausleben und die wir so genießen, dass da auch die Benachteiligten der Gesellschaft dran teilhaben können. Also ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Heute ist es so, dass musizierende Arbeiterkinder eine verschwindende Minderheit sind. Die Popstar-Karriere bleibt finanziell vorversagten Ex-Privatschülern vorbehalten. In England gibt es eine Untersuchung, dass 60% der Charts-Künstler mittlerweile Privatschulen absolviert haben. Und Privatschulen in England heißt 2.000, 3.000 Pfund im Monat. Also das ist noch was anderes, als wenn man bei uns zur Waldorfschule geht oder so, oder zur Montessori. Da geht es wirklich um Elite-Gedanken. Und 60% der Top 10 Charts-Künstler in England haben eine Privatschule besucht. Gehören zur Elite der Gesellschaft. 1990 war das nur 1%. Ich würde es in Klammern sagen, so hört sich die britische Popmusik zu weiten Teilen auch an. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will und was wichtig ist. Wir brauchen also nicht nur Räume der Reflexion, utopische Orte, Räume, in denen wir ungehindert ökonomischer Sachzwänge uns ausprobieren können, Orte wie diesen hier, deswegen halte ich ihn auch für so wertvoll, sondern wir brauchen auch Orte mit einer großen sozialen Durchlässigkeit. Wir müssen Kulturorte entwickeln, die eine Verweigerung der Welt beinhalten können. Ein Reservat, wie Marcuse das Reich der Kultur genannt hat, denkt an La Commune, wie 1871 in Paris, eine chinesische Kungshe, eine Allmende, also eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Zitat erkannt habt.